Tage News. Reddit, also kurz die Headline, Reddit hat mehr Crypto-Wallets als OpenSea. Das ist die kranke Headline. Jetzt kurz zum, was passiert da eigentlich? Und zwar, Reddit hat jetzt, oder hat es schon länger angekündigt, irgendwann, ich glaube im März oder sowas, haben die es schon angekündigt, dass sie irgendwas mit Digital Collectibles machen wollen. Nennen das natürlich wieder nicht NFT, weil, ja, NFT der Name, wie wir es, glaube ich, schon in jeder zweiten Folge gesagt haben, dieser Name ist so ein bisschen Beschmutzt. Oh Gott. Okay. Ja. Und Reddit benutzt da jetzt Digital Collectibles und die haben jetzt Collections beziehungsweise Customizable Avatare released. Beziehungsweise, das heißt, du kannst dir ein Crypto-Wallet bei Reddit erstellen und darüber ein Profilbild als NFT minten und dann auch einsetzen. Kannst du das selber auswählen, wie dein Profilbild aussehen soll? Ja, du kannst dir das kaufen. Die sind kosten 10 bis 100 Dollar im Mint. Mhm. Und dann kannst du die so customizen. Also so customizable NFTs. Ja. Das heißt, da haben sich einfach so viele Leute mittlerweile ein Wallet erstellt. Das ist über 3 Millionen. Und zum Vergleich, OpenSea hat 2,3 Millionen aktive Wallets. Naja. Genau. Und die NFTs sind dann ganz normal auf der Blockchain handelbar und ich glaube, von den Top 100 Collections auf OpenSea sind gerade irgendwie 15 oder 14 oder 15, wir hatten es vorhin ein bisschen darüber, in den Top 100 Trending Volume. Ja, das ist völlig, völlig abgefahren. Also genau in den letzten 24 Stunden, wenn man sich die Top 100 Collections auf OpenSea anschaut, sind glaube ich 14 Reddit-Kollektionen damit drin. Und ich habe gestern sind die ganze Zeit bei mir irgendwelche Alerts aufgepoppt, dass irgendwelche Reddit-Kollektionen gerade am Trenden sind oder sowas oder da viele Sales stattfinden. Das ist völlig abgefahren. Genau, und einfach nur dafür, dass du einen Digital Collectible Avatar hast. Also einfach nur ein Avatar, der auf der Blockchain gespeichert wird. Wird auf Polygon gespeichert. Also auf der Polygon-Blockchain und ja, geisteskrank. Okay, und was ist, gibt es irgendwie eine Info darüber, was Reddit damit erreichen möchte, was da... Ja gut, die möchten halt einfach ganz normal in dieses NFT-Game so ein bisschen einsteigen. Haben sie ja Anfang des Jahres schon angekündigt. Und ja, ich glaube, da kommen wir dem Schritt Massenadaption, so wie wir das die ganze Zeit schon erzählen, ein bisschen näher auf jeden Fall, da wir einfach so... Die ganzen Leute benutzen das halt, ich weiß jetzt nicht, ob von diesen 3 Millionen Leuten, die sich da ein Wallet angelegt haben, ob die alle wirklich wissen, okay, ich benutze da gerade ein NFT oder ob das einfach so, okay, wir kommen so zum Thema Massenadaption, in dem einfach jeder das benutzt, aber keiner weiß, dass es benutzt. Ja, ich meine, für Reddit, da gibt es wahrscheinlich wahnsinnig viel Sinn. Man muss sich ja überlegen, Reddit ist im Prinzip nichts anderes ja als Communities, ja, wahnsinnig viele Communities und da wird es einige Communities geben, die groß genug sind und relevant genug sind, um eigene Kollektionen für ihre jeweiligen Member zu machen. Also und das ist nur einer von ganz vielen Use Cases, ne? Und ich glaube auch einer der Mitgründer von Reddit, Alexis Ohanian, ist ja irgendwie massiv investiert in verschiedene Web3-Produkte, Projekte und Infrastruktur, Software-Themen, also das ergibt, glaube ich, schon irgendwie Sinn. Also die Story gesamthaft, ja, ist rund. Ja, absolut. Spannend, okay. Ich habe auch noch was ganz Cooles rausgefunden oder was jetzt irgendwie veröffentlicht wurde, was ich ziemlich spannend fand, und zwar ein Tool namens Nansen Connect. Nansen ist eine On-Chain-Analytics-Plattform, Nansen.ai, die im Prinzip gegen Bezahlung sehr gute und hilfreiche Analysen bereitstellen. Man kann sich Alerts machen für bestimmte Kollektionen oder für generelle Trends. Also sehr, sehr viele Personen, die intensiv traden, ob das jetzt Krypto oder NFTs sind bei Nansen, haben da einen Account. Und Nansen hat irgendwann im Juni so ein neues Produkt gelauncht in der Beta-Version. Das hieß Nansen Connect. Ja, und geht im Prinzip einfach nur darum zu sagen, okay, du hast ein On-Chain-Messaging-Tool. Also du kannst mit
deiner Wallet dich connecten und dann einfach mit anderen Personen, die eben auch dieses Nansen Connect nutzen, direkt in Kontakt treten und darüber kommunizieren. Ja. Bisher war es halt nur, wenn man wirklich einen Nansen-Account, einen Paint-Account hatte, und Nansen hat das Ding jetzt aber freigeschaltet. Das heißt, es ist jetzt komplett frei zugänglich. Du kannst einfach auf, was ist die Webseite, connect.nansen.ai, ich packe sie auf jeden Fall auch in die Shownotes mit rein, man kann sich da mit seiner Wallet eben anmelden. Ist ganz cool gemacht, weil tatsächlich dann, du brauchst eben kein Login, also ich muss keine E-Mail-Adresse angeben, dann Passwort, dann irgendwie meine E-Mail bestätigen oder so, sondern es ist einfach Connect Wallet. Und dann hat Nansen im Prinzip die direkte Information, auch wenn man zum Beispiel ENS-Domains hält, werden die einem direkt angezeigt und man kann dann auch diese ENS-Domains direkt als Usernamen verwenden. Das heißt, auch das sieht man. Und auf Basis der Tokens, die man halt eben hält, der NFTs, die man hält, kann man dann auf bestimmte Communities zugreifen und auf andere dann beispielsweise wiederum nicht. Das heißt, tatsächlich ist es eine Community-Plattform auf Basis von On-Chain-Daten, also die erste wirkliche Web3 oder eine der ersten wirklichen Web3-Messaging-Plattformen. Und das ergibt für Nansen total viel Sinn und ich finde es auch so wahnsinnig spannend. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es irgendwie für einige Hardcore-User total spannend ist. Vor allem, wenn man sich ja auch diese ganze Debatte rund um Discord anschaut. Ne? Ich meine, Discord, so wir sind die ganze Zeit in Discord und können irgendwie ganz gut damit umgehen, bauen da ja auch Communities und alles Mögliche. Aber ja, für viele Leute ist Discord halt einfach... das Onboarding ist schwierig. Genau. Also viele, viele Leute haben einfach ein Riesenproblem mit Discord. Ob Nansen Connect das jetzt löst, ist nochmal eine andere Debatte, weil du brauchst eine Wallet dafür, du musst schon ein bisschen verstehen, was du tust aus meiner Sicht. Also ich glaube eher, dass es für Hardcore-User momentan irgendwie sinnig ist, aber ich kann halt irgendwie mir gut einen Fall vorstellen, in dem ja, viele von den Personen, die relativ aktiv am Traden sind und aktiv in dem Markt sind, anfangen, Nansen Connect zu nutzen und das dann so langsam, aber sicher so einen Pull-Effekt hat auf eben die Personen, die momentan eher in Discord unterwegs sind. Also je nachdem, wie sie das spielen, wie erfolgreich das Ding wird oder wie akzeptiert das wird bei den Nutzern, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da einiges an Potenzial drin ist. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also viele sind ja die Plattform mittlerweile leid, also Discord. Ja. Deswegen suchen wir ja oder suchen viele schon seit einiger Zeit nach einer vernünftigen Alternative. Ja, also vielleicht ist es Nansen, let's see, aber bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, absolut. Genau, bei also anderen News, also was komplett anderes, bestehendes Projekt, Azuki, jeder kennt Azuki, jeder, der so in dem Space drin war, kennt Azuki und die hatten ja, ich glaube, wir hatten es in schon einer Folge mal angeteasert, dass sie so einen Physical-Backed Token machen, also diesen PBT. Ich glaube, da war noch nicht klar, dass es ein Physical-Backed Token wird oder was es am Ende des Tages wird, aber auf jeden Fall waren die im Trend, weil es eben die Information gab, dass da was kommen wird. Genau, und jetzt haben die so 8 Skateboards versteigert. Das heißt, diese Skateboards sind so goldene Bilder, goldene Skateboard-Bilder und die wurden als NFT versteigert. Es gibt insgesamt 9 Skateboards, 8 davon wurden versteigert. Das günstigste ging für 200 Ethereum weg, das teuerste für 309. Also, das ist nicht nur das Bild. Also, du kriegst das Skateboard. Ja, ich komme doch da noch dazu. Okay. Genau. Und insgesamt haben die dafür 2,5 Millionen eingenommen, also 2,5 Millionen US-Dollar. Und die Skateboards können eingelöst werden, deswegen Physical Backed Token. Das heißt, der NFT wird da geburnt und du kriegst dann ein 24 Karat goldenes Skateboard. Das heißt, es ist in 24 Karatigem Gold eingelassen irgendwie und kannst du dir dann, deswegen halt dementsprechend sind die halt auch so teuer gewesen, weil die halt auch bestimmten Goldwert schon haben. Wie viel die jetzt genau wiegen und so weiter, keine Ahnung, weiß ich nicht, gibt es wahrscheinlich auch keine Informationen. Jedenfalls hast du dann dieses Skateboard und dieses Skateboard hat so einen digitalen Chip, der dann mit diesem, also das ist das physische Item mit einem digitalen Token verknüpft werden kann. Und die Benefits von diesem Skateboard sind einmal so, du kriegst so einen Dragon Banner, du kriegst so eine Dragon Badge oder sowas und bist dann einfach Part von diesem Azuki, von dieser Azuki-Mythologie, von dieser Lore, von dieser Geschichte um Azuki rum und das ist so der neueste Shit im Space.
würde ich sagen. Also ja, geisteskrank, wie viel dafür bezahlt wurde. Aber diese Skateboards waren doch eigentlich nur so ein bisschen so ein Marketing-Vehikel, um auf dieses Thema Physical Back Tokens einzugehen, oder nicht? Genau, deswegen halt auch nur diese bescheidene Use Cases oder Utility. Das war halt einfach so, du kriegst so einen Dragon Banner, du kriegst so eine Badge geschenkt, du bist Teil der Mythologie, der Lore oder sowas, aber da ist ja kein wirklicher Wert dahinter. Klar, wenn du jetzt Teil von diesem Azuki-Ökosystem bist und dann auch dein Name oder du bist einfach Teil von diesem, das hat ja für jeden so einen emotionalen Wert, je nachdem, wie du halt zu Azuki stehst und so weiter. Aber es ist ja kein wirklich so, okay, du kriegst jeden Monat, kriegst du dann 5.000 Euro ausgezahlt oder Apecoin ausgezahlt, wie beim Board Ape Yacht Club oder sowas, sondern das ist halt, das ist die aktuelle Utility. Ich weiß jetzt nicht, ob die später noch Utility hinzufügen, weil halt einfach so das ist so prinzipiell für diesen Physical Back Token der Genesis Token gewesen, prinzipiell, weil es ja halt die ersten waren. Ja, okay. Ja, es gab da auch ein Interview mit High Snobiety und Zagabond, also Zagabond, dem Gründer von Azuki, Project Founder, wo sie so ein bisschen über das ganze Thema Kultur auch gesprochen haben, also Cultural Impact, warum NFT-Projekte meistens, ein bisschen hinterher sind, was Cultural Impact angeht und nicht wirklich vorne raus sind, sondern eigentlich eher Sachen nachholen momentan. Kann ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ich fand es ein cooles Interview. Ich habe aber auch ein paar Stimmen gehört, die gemeint haben, irgendwie hat ihnen das jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Aber ich pack's mal rein, wen es interessiert. Ich fand es ganz spannend. Disclaimer. Bitte beachte, dass alles, was wir hier erzählen, keine Anlageempfehlung oder Finanzberatung darstellt. Du solltest nicht auf Basis unserer Einschätzungen investieren, sondern auf jeden Fall selber recherchieren, bevor du investierst. Wir übernehmen entsprechend auch keine Haftung, falls du all dein Geld verlierst. DYOR, Dear Own Research. Cool, ich habe noch was anderes. Blur Airdrop. Nicht Blur, die Band. Vielleicht ein paar, die es kennen, die Band kennen, aber das ist was ganz anderes. Es ist eher wieder Airdrop-Season. Blur ist ein neu eröffneter NFT-Marktplatz, also Vergleich OpenSea, die es sich zum Ziel gesetzt haben, mit besseren Tools, schnellerer Datenübertragung und vor allen Dingen dann auch 0% Marktplatzgebühren einige NFT-Trader zu sich zu holen. Und das ist nicht das Einzige, sondern um tatsächlich einfach auch einen Werbeeffekt zu erlangen und wirklich viel Aufmerksamkeit zu generieren, verschenken sie am Ende des Tages Geld. Und das eben über einen Airdrop. Und das, also aus Marketingperspektive funktioniert das. Das war ungefähr in allen WhatsApp, LinkedIn, Discord-Gruppen, in denen ich irgendwie unterwegs bin, war das in der letzten Woche Thema. Und zwar ist es so, dass du, wenn du auf diese Blur-Seite gehst, muss man sich erstmal connecten mit seiner Wallet und dann muss man eine Guestless-Signature unterzeichnen. Also soweit, so gut. Ja. Und dann gibt es im Navigationsbalken, also dann sieht man so diese Trading-Plattform und im Navigationsbalken oben gibt es dann einen Punkt, der heißt Airdrop, also Menüpunkt Airdrop. Und da wird das Ganze dann auch nochmal ein bisschen erklärt. Da kann man dann auf Claim Airdrop drücken und dann erhält man eine Anzahl X an solchen Boxen. Also man weiß noch nicht wirklich, was da drin ist. Die Anzahl, wie viele Boxen man erhält, basiert auf dem Trading-Verhalten der letzten 6 Monate. Je mehr man getradet hat, und zwar unabhängig davon, ob man, also auf welcher Plattform man getradet hat, ich glaube, die haben so ziemlich alle Plattformen mit integriert, je mehr man getradet hat, desto mehr Airdrop-Boxen kriegt man. Es gibt anscheinend einen Hardcap bei irgendwie 299 Boxen, aber ich glaube, um die zu erreichen, muss man irgendwie mehrere Millionen US-Dollar Trading-Volumen gehabt haben in den letzten 6 Monaten. Also es wird eher der Ausnahmefall sein. Jedenfalls erhält man dann eben die Anzahl an Boxen, die man so kriegt, basierend auf dem Trading-Verhalten der letzten 6 Monate. Und diese Boxen enthalten Blur-Tokens. Der Blur-Token ist eben der eigene Token dieser Plattform und das Ganze soll im Januar rauskommen. Bis dahin muss man dann auch noch abwarten. Also man kann diese Boxen, man kann sie jetzt in der Form öffnen, dass man eben sieht, wie selten oder wertvoll die Box ist, die man hat oder die Boxen sind, die man hat. Man kann sie aber noch nicht claimen, also wirklich die Token auszahlen. Das wird erst passieren, wenn eben dieser Token dann im Januar tatsächlich live geht. Und anscheinend ist es auch so, dass es wohl noch einen zweiten Airdrop geben wird im Januar.
der dann darauf basiert, wie sehr man getradet hat über Blur direkt. Das heißt, sie versuchen jetzt natürlich, die sowieso schon auf die Plattform gekommen sind, nochmal dazu zu ermutigen, weiter auf der Plattform zu traden und das halt eben über einen zweiten Airdrop. Die ganze Aktion läuft noch 7 Tage, also wenn ihr die Folge hört, noch 7 Tage, aktuell noch 8 Tage. Das heißt, ihr habt noch eine Woche Zeit, wenn ihr aktiv am Traden seid, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Am Ende des Tages ist es, man weiß nicht wie viel, aber es ist irgendwie geschenktes Geld. Also Hast du auch geclaimed? Ich habe auch geclaimed, ja, genau. Ja, okay. Man muss übrigens, genau, um das vielleicht auch noch dazu, um tatsächlich claimen zu können und am Ende des Tages dann auch diesen Airdrop ja wirklich nutzen zu können, muss man mindestens einen Trade oder eine Interaktion auf Blur durchgeführt haben. Das heißt, man muss mindestens mal zumindest ein Item auf Blur listen, also wirklich ein Angebot einstellen, ein NFT zu verkaufen. Sonst wird man quasi wieder rausgeschmissen, weil sie wollen natürlich klar. Plattform. Klar. Ja, right. Zum Thema NFT Marketplace habe ich auch noch ein bisschen was rausgesucht, und zwar das Thema So Rare NBA. Hm. Geht um Fantasy NBA, und So Rare NBA heißt die Collection. Die haben auch dann Marketplace und bieten auch verschiedene Sportarten an, aber NBA ist gerade so die Collection, auf die ich mich jetzt hier kurz fokussieren möchte. Und das ist einfach so eine Collection von Digital Trading Cards, also ganz normale Kartenspiel, halt digital, und läuft NFT-basiertes Free-to-Play-Basketball. Mhm. Du kannst dann ganz normal deine Aufstellung machen und in verschiedenen Wettkämpfen antreten, verschiedene Tasks abschließen sozusagen. Läuft dann prinzipiell so ähnlich wie Fantasy-Basketball, Fantasy-Football, das ganze Zeug. Und sind Digital Collectibles. Die NBA-Saison hat, glaube ich, vor 2-3 Wochen oder sowas angefangen, die neue. Und genau, So Rare NBA heißt die Collection. Mega interessant, kann man sich auf jeden Fall angucken. Gibt auch verschiedene Fußball, soll noch dazu kommen, American Football, glaube ich, auch. Aber das ist halt mit der offiziellen NBA, also National Basketball Association. Ja. Right. Genau. Die Collection. Okay, alles klar, gut. Ich habe heute nichts für Probably Nothing, aber das macht nichts. Wir haben auch schon die Zeit voll und ich glaube, wir haben über genug Themen gesprochen. Insofern danke fürs Zuhören. Lasst gerne ein Like und ein Follow da. Ich glaube, verpasst ihr nicht mehr, was wir in Zukunft machen, sondern werdet immer schön informiert darüber. Gibt einiges, was ansteht, einige spannende Entwicklungen. Da berichten wir dann mal in Ruhe drüber. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Eine gute Woche. Yes, danke schön fürs Zuhören.